Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bohemian Box von Disaster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bohemian von Disaster. Das Ganze erscheint morgen am 15. Februar 2019. Wir haben die Box hier eingeschweißt. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. Es ist das dritte Soloalbum von Disaster. Kontraste war das erste, dann Minus mal Minus ist gleich Plus und jetzt ist Bohemian am Start. Wir haben hier eine schwarze Box, Hochglanzoptik. Links oben lesen wir einmal Disaster mit dem typischen Stern. Dann haben wir darunter Bohemian und dann haben wir hier ein Pärchen, die sich hier küssen. Und es sieht so aus, als wäre hier um den Hals des rechten, also des Mannes in diesem Fall, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Mann ist, eine Schlinge gelegt, ein Strick. Und dieser scheint hier auch eine Maske zu tragen. Also sieht so ein bisschen nach Skimaske, nach Sturmhaube aus. Und hier unten haben wir dann einen Drive-In und ein abgefackeltes Fahrzeug, welcher sich scheinbar überschlagen hat und einen weißen Hasen, der davon hoppelt. Gut, hier lesen wir dann auch nochmal Interpret plus Albumtitel, rechts glatt schwarz, hier auch nochmal zu lesen, links wieder glatt schwarz und auf der Unterseite haben wir den Boxinhalt. Wir lesen hier in der Box Album, Bauchtasche, Autogrammkarte, Poster und Bandana. So sieht das aus. Dann haben wir hier noch Credits und Barcode. Und rechts Warner Music Central Europe. Also das Ganze hier über Warner Music erschienen. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier dann abnehmen. Ist keine Klappbox, sondern der Deckel geht wirklich komplett ab. Von innen glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Bauchtasche, dann das Bandana, das Album, die unterschriebene Autogrammkarte und das Poster. Auch hier wieder glatt weiß, eine quadratische Box. Stellen wir mal zur Seite. Und nachdem das Album hier noch eingeschweißt ist, werden wir auch dieses hier mal aus der Folie holen. So. So sieht das Ganze aus. Also vom Cover her ident wie auch schon die Box. Auf der Seite lesen wir auch wieder Disaster Bohemian. Und auf der Rückseite haben wir dann 10 Tracks aufgelistet. Wir haben Features von Blinker, Philipp Dittberner, nochmals Philipp Dittberner, Kind und Lina Mali. Okay, also hauptsächlich so Gesangsfeatures. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Das Ganze kommt in einem Digipack. Dann schauen wir mal hinein. Hier auf der linken Seite in dieser Stecktasche haben wir dann einmal das Booklet, aber nicht nur das Booklet, sondern hier auch noch so einen kleinen Tourflyer. Und zwar haben wir hier einmal noch das Cover mit weißem Rahmen. Und auf der Rückseite haben wir die Tourdaten zur Bohemian Tour 2019. Also hier bei diesen Dates, an diesen Orten könnt ihr Disaster live sehen. Und dann schauen wir mal ins Booklet. Also wir haben hier den Interpreten, wie er sich gerade eine Zigarette anzündet, so sieht man ihn oft. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks Wort für Wort aufgeschrieben. Sehr schön. Also das gefällt mir immer richtig gut, wenn die Texte im Booklet abgedruckt sind. Da kann man mitlesen, mitrappen oder eben nachlesen, falls man was nicht verstehen sollte. Und wir sehen, wie wir es von Disaster kennen, sehr viel Text, schöne Fotos mit dabei, so sieht das aus,
Jawohl. Dann weitere Fotos. Okay. Gut, zum Abschluss gibt es dann natürlich noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Und hier noch zum Abschluss eine Danksagung. Also hier steht unter anderem: Großer Dank für die tatkräftige, liebevolle Unterstützung und die Verwirklichung dieses Projekts gilt. Gut, dann wurden hier diverse Leute aufgelistet auf die nächsten Jahre. Sehr schön. Und dann haben wir natürlich noch das Hauptstück, nämlich die Album-CD. Die sieht so aus, also ähnlich wie das Cover. Rückseite diesmal blank schwarz. Wir haben hier nur diesen weißen Hasen, der wohl auch wieder so ein Hinweis oder eine Anspielung auf Alice im Wunderland sein dürfte. War ja meines Wissens die erste Single und auch die erste Videoauskopplung des Albums. So, dann schauen wir mal, dass wir das Booklet hier wieder reinbekommen. Jawohl. Ah, okay, hier wäre es vielleicht auch gegangen. Ja, gut. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Diese ist im Hochformat. Hier haben wir wieder Disaster in dieser typischen Pose am Feuer entzünden, am Zigarette entzünden. Hier oben mit goldenem Stift unterschrieben. Also auf jeden Fall original und nicht aufgedruckt, das sieht man. Rückseite blank weiß, so muss das sein. Mit dabei dann noch ein Poster. Und wie sollte es anders sein? Auch hier haben wir wieder das Cover. Diese beiden küssenden Menschen hier. Das Ganze kommt in quadratischer Form und ist einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Ein Bandana hat es auch mit in die Box geschafft. Und zwar ist dieses in schwarz gehalten und hat hier auf diesem Eck den Disaster-Schriftzug mit diesem roten Stern, also das Logo. Okay. Rückseite ist unbedruckt, also das Ganze hier einseitig. Und wenn man das dann entsprechend zusammenfaltet, je nachdem, ob man das dann als Halstuch trägt oder wirklich, um sich irgendwie das Gesicht zu vermummen, dann kann man hier entsprechend Farbe bekennen und Disaster repräsentieren. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann eine Bauchtasche. Hier haben wir noch so ein Zettelchen. Auf dieser Seite schwarz, auf der Rückseite ein Barcode. Ist hier dran gemacht. Machen wir mal ab. So. Und zwar haben wir hier eine komplett schwarze Bauchtasche. Lediglich hier vorne haben wir einmal wieder das Logo, diesmal aber in weiß, nicht in rot. Einen Reißverschluss gibt es, sonst keinen, nein. Der ist hier vorne. Dann haben wir hier entsprechend Stauraum, um Geldbörse, Handy, Geld, Ausweis, was auch immer zu verstauen. Und dann hier noch so ein kleines, ja, mehr oder weniger Geheimfach, Extrafach, wo man kleinere Gegenstände reinmachen könnte. Einen Zettel gibt es auch noch. Und zwar haben wir es hier zu tun mit einem Produkt der, was lesen wir hier? Inspirion GmbH in Bremen. Okay. Es hätte mich nur noch interessiert, was das für Material ist, aber das steht hier nicht. Okay. Nein, ist diesem Zettel nicht zu entnehmen. Und dann haben wir hier noch einen schwarzen Gurt. Und dieser ist mittels dieses Elements hier größenverstellbar. Und dann haben wir natürlich hier auch noch so eine Schließe, also so einen Verschluss in Kunststoff, also in Plastik, kann man hier dann entsprechend öffnen. Und dann je nachdem um den Bauch, um die Hüfte oder auch um den Brustbereich oder Schulterbereich tragen, je nachdem, wie man Lust hat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche, dann das bedruckte Bandana, das Poster quadratisch einseitig bedruckt, die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat und natürlich das Album an sich im Digipack.
Jawohl. So, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Disaster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.